Auf den Trümmern von Weltkrieg und Wirtschaftskrise wollte Adolf Hitler eine neue, furchtbare Weltordnung errichten. Die Herrschaft der arischen Rasse, der sogenannten Herrenmenschen. Eine Schreckensherrschaft, wie es sie noch nie gegeben hatte. Erreicht werden sollte dieses Ziel mit Hilfe einer Ideologie, die im Dritten Reich praktisch zur Ersatzreligion wurde. Eine unheilvolle Mischung falsch verstandener und pervertierter heidnischer Bräuche, germanischer Heldenverehrung und rassistischer Anschauungen, die schon seit Generationen weit verbreitet waren, nun aber in blutiger Konsequenz zum Völkermord führten. Der Himalaya in Tibet. Während der 30er Jahre begannen deutsche Expeditionen, diese höchste Region der Erde zu erforschen. Gesucht wurden die Spuren alter Hohepriester, die die Vorfahren der arischen Herrenrasse sein sollten. Der Glaube an die Überlegenheit der Arier war der Grundpfeiler der Ideologie des Dritten Reiches. Eine Ideologie, die auf Religion verzichten wollte und selbst fast religiöse Züge annahm. Ihr Hohepriester sollte Adolf Hitler sein. Hitler ging davon aus, dass das reine arische Blut durch sogenannte mindere Rassen verschmutzt worden sei und dass die arischen Herrenmenschen erst dann über die Welt regieren könnten, wenn die verschmutzenden Elemente beseitigt seien. Seine Theorien waren letztlich nichts weiter als die radikale Vermischung uralter okkulter Überlieferungen mit dem in weiten Bevölkerungskreisen verbreiteten Rassismus. Um die Überlegenheit der Arier zu untermauern, ließen die NS-Ideologen keinen Mythos und keine Religion unerforscht. Besonders wirkungsvoll sollte die neue weltanschauliche Ersatzreligion dadurch werden, dass alle konkurrierenden Religionen verdrängt wurden. Um die vollkommene Kontrolle über das Volk zu erreichen, nutzte Hitler nicht nur die Kraft alter Mythen, er verwendete auch christliche Rituale. Seine Mitstreiter pflegten vor allem enge Verbindungen zu okkulten Kreisen. So zum Beispiel Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers. Seine Briefe offenbaren einen ausgeprägten Hang zu Astrologie und Sterndeutung. Alfred Rosenberg, der führende Ideologe des Dritten Reiches und Autor eines Buches über nationalsozialistische Weltanschauung und Religion. Reichspropagandaminister Josef Goebbels, der in seinen Tagebüchern seinen Gebrauch astrologischer Vorhersagen für die Planung des Zweiten Weltkrieges akribisch festhielt. Und Heinrich Himmler, Reichsführer SS und späterer Innenminister. Seine persönlichen Aufzeichnungen weisen ihn als den okkultistischen Meister des Dritten Reichs aus, der geschickt heidnische und okkulte Bräuche zur Ersatzreligion vermengte. Zu den Grundlagen von Himmlers neuer Religion zählte die uralte Legende eines verlorenen Kontinents, der sich einst im Nordmeer befunden haben soll, Atlantis. Ein irdisches Paradies, bewohnt von einer blondhaarigen Herrenrasse. Eine große Flut, so die völkische Sage, verschlang diesen glorreichen Kontinent, nachdem seine Bewohner die Reinheit ihrer Rasse aufgegeben hatten. Nur eine Handvoll Hohepriester soll sich per Boot gerettet und schließlich Indien und die Gipfel des Himalaya erreicht haben. Nicht nur die sogenannten Ariosophen in aller Welt glaubten nun, dass diese Priester der Ursprung der arischen Rasse seien,
die Vorfahren aller Bewohner Indiens und Europas. Vor allem im deutschsprachigen Raum wurde der Mythos von Atlantis gern für bare Münze genommen. Als Nachfahren der fast übermenschlich perfekten Bewohner des verlorenen Kontinents mussten die Arier ein auserwähltes Volk sein. Ihr einziger Fehler war es gewesen, die vollkommene Reinheit ihrer Rasse aufzugeben. Die Grundzüge der gesamten NS-Ideologie lassen sich hier erkennen. Heinrich Himmler, Nationalist aus gutem Hause, träumte schon in den 20er Jahren davon, das mischrassige deutsche Volk wieder zu reinen Germanen zu machen. Natürlich hätte er gern bewiesen, dass dieses Volk aus den Nachkommen der atlantischen Herrenrasse besteht. Nationalisten, vor allem jene, die an die Überlegenheit der arischen Rasse glaubten, hegten immer auch den Glauben an jene versunkene Insel, eine versteckte Welt, eine Art Utopien. Himmler mag es in Tibet gewähnt haben. Er glaubte wohl, dass diese Herrenrasse, die er gern atlantische Herrenrasse nannte, aus den Bergen Tibets herabgestiegen sei und ihre Nachfahren immer noch am Leben waren. Für Himmler war es unbestritten. Die mystischen Herrenmenschen mussten irgendwann von Tibet aus in Richtung Nordeuropa gewandert sein, wo ihre Nachfahren zu den Vertretern der nordischen oder arischen Rasse wurden. Staatlich finanzierte Expeditionen sollten nun Beweise für diese Theorie liefern. Filmteams dokumentierten die Reisen von Archäologen und Völkerkundlern für die Auftraggeber in Berlin. 1946 beschrieb ein Wissenschaftler, der als SS-Mitglied an einer Expedition teilgenommen hatte, in einem Verhör mit der US Army sein erstes Treffen mit Himmler. Himmler habe, so erklärte er, seinen Glauben erwähnt, dass die nordische Rasse sich nicht entwickelte, sondern direkt vom Himmel entsandt wurde, um den atlantischen Kontinent zu bevölkern, und dass Auswanderer aus Atlantis die großen Zivilisationen Zentralasiens begründet hatten. Obwohl er ein sehr rational denkender Machtmensch war, war Himmler zugleich auch ein romantischer Idealist. Er glaubte fest an diese Mythen. Andernfalls hätte er nicht Geld und Energie an Expeditionen nach Tibet verschwendet. Noch in den entlegensten Bergdörfern Tibets machten die Expeditionsmitglieder sich daran, die Einheimischen auf sogenannte arische Körpermerkmale hin zu untersuchen. Eine schmale Stirn etwa, lange Gliedmaßen und kantige Züge. Solche Untersuchungen wurden bis zum Ausbruch des Krieges in gesteigertem Maße durchgeführt. Noch handelte es sich dabei allerdings um eher harmlose Experimente am lebenden Objekt, zum Beispiel das Vermessen von Schädeln.